Hallo, liebe Sichtbarkeitsfreunde. Heute geht es um das Thema Newsletter-Marketing und wie du am besten startest. Und heute gibt es einen riesen Newsletter-Software-Tipp für dich, zu dem ich dir wirklich, wirklich raten möchte. So. Und da stelle ich dir als erstes die Frage: Bist du zufrieden mit deiner Newsletter-Marketing-Software und überlegst du gerade, die Software zu wechseln? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Oder hast du noch gar nicht mit Newsletter-Marketing gestartet und überlegst aber, es in Zukunft zu tun? Auch dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Mein Name ist Gabriele Lüger. Ich unterstütze Unternehmer und Selbstständige dabei, sich ein Online-Business aufzubauen, und zwar indem sie Online-Kurse erstellen, die sie per Newsletter oder Social Media dann vermarkten. Und falls du noch nicht so weit bist und erstmal mit einem Online-Business starten möchtest, da kann ich dir auch dabei helfen. Aber mein absolutes, ja, Herzensanliegen ist, den Leuten dabei zu helfen, also auch dir, sich ein passives Einkommen aufzubauen. Und wie das genau funktioniert, das würde ich dir dann in einem kostenlosen Beratungsgespräch gerne erklären. Ja, und jetzt geht es aber dann um die Software, die ich dir vorstellen möchte. Und dazu springen wir jetzt auf den Screen. Es geht nämlich um Quenten. Quenten ist eine Newsletter-Marketing-Software. Und wunder dich nicht, warum ich hier nur vier Kontakte habe. Das sind alles meine E-Mail-Adressen, weil das hier nämlich das Quententool ist, mit dem ich meinen Kunden zeige, wie Quenten funktioniert. Und genau das werde ich jetzt auch für dich einmal machen. Und am aller einfachsten ist es, die erste Kampagne zu starten. Und wenn man dann erstmal mit der ersten Kampagne angefangen hat, dann funktionieren die nächsten genauso. Und dann ist das auch viel, viel leichter, da reinzukommen. Aber wie du deine erste Kampagne erstellst, und zwar innerhalb von Millisekunden, wenn du den Text hast. Millisekunden ist jetzt übertrieben. Aber ich sag mal, innerhalb von 5 bis 10 Minuten, das zeige ich dir jetzt. Dazu gehst du hier auf das kleine Fragezeichen, dann gehst du auf zur Dokumentation. Hier gehst du dann auf Los geht's vom Kontaktimport bis zum Versand und hier den alleruntersten Punkt Kampagne importieren. Und hier hast du nämlich dann die Möglichkeit, dir die Kampagne schon mal, also die Struktur für die Kampagne, die du jetzt erstellen möchtest, schon mal auszuwählen. Da gibt es dann die Kampagne Affiliate Promotion, Produkt Promotion. Wenn du eine Rückrufbitte als ja, Möglichkeit in deinem Funnel erstellen möchtest, also in deinem Verkaufsprozess. Du kannst auch, wenn du mehrere Nichtöffner hast, dann hast du hier die Möglichkeit, die E-Mail nochmal an dieselben, an den Verteiler zu schicken, der nicht geöffnet hat, aber vielleicht mit einem anderen Betreff. Und hier gibt es die Struktur für ein Autowebinar und hier als unterstes gibt es die Struktur, wenn du mehrere Produkte in einer Kampagne verkaufen möchtest. Dazu brauchst du aber dann den Pro-Account. Für die hier oben reicht der kleinste Account. Und deswegen starten wir hier mit der Affiliate-Promotion. Und ich zeige dir auch in einem der nächsten Videos, wie du das hier hinkriegst, ohne diese Kampagne unbedingt benutzen zu müssen. So, also Affiliate-Promotion einmal anklicken. Dann hat Quenten hier in ihrem Handbuch nämlich ein ganz tolles Video schon erstellt, aber das kannst du dir dann in Ruhe nochmal angucken, wenn du möchtest. In diesem Video zeige ich dir ganz easy, wie das geht. Du gehst hier auf Kampagne importieren, auf den Link. Du hättest dann wahrscheinlich hier nur ein Quentensystem. Ich habe zwei, weil ich auch Quentenberaterin bin. Ich bin so überzeugt von diesem Tool, dass ich das eingekauft habe damals. Dann gibst du hier einen neuen Tag ein, zum Beispiel Interesse, Produkt A, und würdest dann hier nochmal einen Link kriegen mit Create a New Tag, gehst auf Importieren und innerhalb wirklich von ein paar Sekunden ist die Struktur für deine erste Affiliate Promotion Kampagne erstellt. Das ist nämlich diese hier, die haben wir heute erstellt. Heute ist der 20.04. Dann kannst du hier unter, wenn du hier einen Doppelklick machst, dann kommst du auf dein Formular. Das würde jetzt so aussehen. Wenn du sagst, du brauchst keine Vornamen, dann schnappst du. Entschuldigung. Ich habe heute schon mehrere Videos gedreht.
So, wenn du hier den Vornamen deiner Leser nicht unbedingt benötigst, dann ziehst du den raus, linke Maustaste gedrückt halten und nach oben. Du kannst auch hier den Anmeldebutton hier rechts dann anpassen, indem du ihn einmal markierst. Dann gehst du hier auf Anmelden, kannst hier jeden Text eingeben. Du kannst auch hier die Farben ändern von den Button. So. Und wenn du dann zufrieden bist, dann gehst du hier auf Code Snippets. Wenn du eine ganz normale Seite hast, dann gehst du hier oben auf JavaScript und kopierst dir das. Wenn du deine Seite aber mit, ich sag mal, Thrive Leads, Optimize Press oder Lead Pages erstellt hast, dann gehst du hier auf den grünen Button, dann erscheint ein neuer Code und gehst hier dann auf Kopieren und fügst genau den Code dort ein auf deiner Seite, wo du den Button und also wo du das Anmeldeformular hinterlegt haben möchtest. So einfach geht's. Wenn das dann fertig ist, gehst du hier auf Speichern. Und ich bitte dich dann hier bei dem Anmeldeformular natürlich auch die ganzen Dinge der DSGVO zu beachten. Auch da gibt es auf dem Quellenkanal ein Video dazu, was du da am besten zu beachten hast. Und dann hier bei der Bestätigungsmail, auch da habe ich gerade eben einen Doppelklick gemacht. Da gehst du ganz nach unten und passt hier unten dann das Impressum an, dass es zu deinem Gewerbe passt oder zu deiner Selbstständigkeit. Und hier kommen wir dann auf die dreistufige Sequenz, wo du dann die jeweiligen Produkte empfehlen kannst. Hier, auch hier gibst du dann hier unten wieder das Impressum ein, das für dich das Korrekte ist. Und hier kannst du dann mit deinem Text starten. Vergiss die Betreffzeile nicht, am besten, dass die schön sprechend ist. Ich mache jetzt sowas wie Test 1. Einfach nur, es geht ja nur darum, dass ich dir das zeigen möchte. Dann gehst du auf Speichern und fügst genauso wie hier bei der ersten E-Mail das dann auch noch für die zweite und die dritte E-Mail ein. So, und wenn du das dann fertig hast, natürlich mit dem Text, den du da hinterlegen möchtest, dann gehst du auf Veröffentlichen. Im nächsten Schritt möchtest du diese Kampagne noch austesten, ob die wirklich auch funktioniert. Und dazu gehst du auf deine Verkaufsseite, wo du das Formular hinterlegt hast und testest einmal mit einer deiner E-Mails aus, ob dieser angelegte Prozess auch genauso funktioniert, wie du dir das wünschst. So, das war jetzt der Start für die Anfänger mit Newsletter Marketing. Einfach damit man mal so ins Tun kommt und damit man mal so die ersten Schritte hat. Falls du dich weiter zu den Themen Newsletter-Marketing und Online-Kurse erstellen informieren willst, dann sei so gut, klick hier unten, da unten auf den Abonnieren-Button. Und wenn du keine weiteren Sachen verpassen willst und auch meinen Newsletter nicht, dann klick hier, trag dich ein für den Sichtbarkeitsclub. Dann bist du dabei, erfährst auch immer die Neuigkeiten. Und wenn du dich hier über den Link anmeldest, dann bekommst du auch die drei Tipps für deinen Newsletter-Marketing-Start. Und ich halte dich auf dem Laufenden, was Quenten zu bieten hat, weil im Moment gerade gibt es nämlich 14 Tage kostenlos Quenten ausprobieren. Deswegen sei dabei, probier es aus. Du hast absolut gar nichts zu verlieren. Du kannst das ja dann auch wieder abmelden. Und hier nebendran gibt es noch ein paar Videos zu dem Thema Newsletter Marketing. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Bis zum nächsten Video.